Derzeit demonstrieren viele Leute vor den Parlamenten, um ihre Freiheit zurückzufordern. Jedoch warum betteln wir bei den Herrschern um unsere Freiheit? Die einzig wirklich erfolgreiche Freiheitsbewegung in der Geschichte war die kommunale Bewegung im Mittelalter. Die Bauern schlossen sich in kleinen Städten zusammen und verteidigten erfolgreich ihre Freiheit gegen die Territorialherren. Die noch heute weit verbreiteten Schützenvereine sind Überbleibsel dieser lokalen Bürgerwehren. Die Stadtbewohner beauftragten auch private Sicherheitsdienstleister wie Ritter, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Ein Gewaltmonopol gab es nicht. Sicherheitsdienstleistungen wurden vertraglich abgeschlossen, wie jede andere Dienstleistung auch. Straßen und Wasserversorgung wurden über freiwillige Spenden finanziert, vorrangig von erfolgreichen lokalen Unternehmern. Und die Straßen wurden dann nach dem Unternehmer benannt. Steuern im Sinne von Zwangsenteignungen galten als Raub. Handwerker schlossen sich zu Genossenschaften zusammen, die ihren Mitgliedern Versicherungsdienstleistungen anboten. Das waren die Ursprünge unserer heutigen Versicherung. Jede benötigte Dienstleistung kann von lokalen Unternehmern bereitgestellt werden. Eine Zentralregierung in der Hauptstadt erfüllt keinen Zweck. Sie plündert die Bürger lediglich aus. Also wir müssen nicht vor den Parlamenten um unsere Freiheit betteln. Wir sollten uns von der Zentralregierung abwenden und uns wieder lokal organisieren.